Ich freue mich sehr, den Verein zu unterstützen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, was Mobbing bedeutet, wie schlimm das für einen sein kann und was es nach sich zieht, erklärte der 39-Jährige in einer Pressemitteilung des Cybermobbing-Hilfe eingetragener. Auch Lukas Poland, 19, erster Vorstand des gemeinnützigen Vereins, zeigte sich über die Zusammenarbeit mit dem Autor begeistert. Bijon motiviert täglich Menschen. Seine Erfahrungen sind eine große Unterstützung für unsere Präventionsarbeit, freute sich der Vorsitzende. Der gebürtige Hagener war ins Visier des Kölner Komikers geraten, da dieser behauptet hatte, dass er eine Affäre mit seiner noch Ehefrau Amira, 31, gehabt hätte. Sowohl Bijon als auch die gebürtige Österreicherin dementierten die Gerüchte jedoch vehement. Beide veröffentlichten sogar ein Anwaltsschreiben. Dennoch ließ sich der fünffache Vater nie von seiner Meinung abbringen. Ganz im Gegenteil, er zettelte sogar eine regelrechte Hetzjagd gegen seine Ex und dessen angebliche Affäre an. Diese Erfahrungen will Bijon nun anscheinend mit einbringen und wird deshalb Cybermobbing-Botschafter. Obwohl Amira mittlerweile mit Christian Düren, 33, am Anbandeln ist, kann der Schwarz- und Weiß-Interpret die Sticheleien gegen den Autor und Motivationscoach nicht lassen. Nicht nur, dass Oli sich in seiner Rolle als Dalai Karma über Bijon lustig macht, er schoss auch zuletzt mehrfach, nachdem RTL bekannt gegeben hatte, dass der Pocher Erzfeind als Nachrücker bei Let's Dance am Start sein wird, flogen direkt die Giftpfeile. Ich bin gespannt, wie das laufen wird. Der Dalai Karma freut sich. Wir werden auf jeden Fall sehr viel Spaß haben in den kommenden Wochen, machte sich